Und das führt uns zur Frage, woher kommt das Konzept der Selbstwertgefühl? Und wir entdecken, dass das Selbstwertgefühl, wir entdecken, dass das eigene Konzept formbar ist, da er nicht mit diesem eigenen Konzept geboren wird. Er wird ohne jegliche Vorstellung von sich selbst geboren, ohne Selbstbild oder Selbstwertgefühl. Er entsteht gewissermaßen als eigenes Potenzial. Das ist ja die beste Art, das auszudrücken. Der Durchschnittsmensch kommt als reines Potenzial in die Welt. Und er hat nicht das eigene Konzept, dass alles, was er jetzt ist, jedes Gefühl, das er hat, jede Haltung oder Wert, er im Laufe seines Lebens lernen musste.